großes Update für Dota 2 und zwei Sachen sind hinzugekommen. Einmal ein neuer Spielmodus, Dark Moon, und ein neuer Battle Pass. Fangen wir mit dem Battle Pass an, der Winter 2017 Battle Pass. Ich habe ihn schon gekauft und werde ihn jetzt aktivieren und wir können gemeinsam reinschauen, was es da alles so gibt. Yes, ich möchte ihn aktivieren. Gehen wir mal direkt zum Battle Pass. Ich habe schon mal kurz reingeguckt. Aha, schon jemand Level 2. Der noch Level 1. Hol mal alles raus. Was wollte ich sagen? Also ich habe mir schon ein bisschen reingeguckt in der Vorschau. Und der ist sehr ähnlich wie die letzten Battle Passes. Also keine großen Überraschungen. Aber was man genau bekommt, schauen wir uns mal an. Es gibt wieder... Es geht bis Level 60, glaube ich. Ja, bis Level 60. Da kriegt man den letzten Unlock für den aktuellen Kurier, den es diesmal gibt. Da können wir mal vorne reinschauen. Man kriegt erstmal einen Treasure, den gucken wir uns auch nochmal an. Dann gibt es ein neues Terrain, eine neue Map. Winter Map. Das sieht ziemlich cool aus. Können wir euch auch mal kurz angucken, wenn wir schon dabei sind. Geben wir den Demo-Modus ja relativ fix. Ach, das sieht schon schön aus. Ich mag das irgendwie, es passt ja auch. Ich glaube, den werde ich nachher gleich mal aktivieren. Das gefällt mir. Ich habe im Moment den von Monkey King, dieses asiatische. Der gefällt mir sehr gut, weil ich ihn wahnsinnig detailliert finde an vielen Sachen. Das ist ja praktisch immer die gleiche Map, diese Terrains, diese Seasonals, wo dann bloß dann so ein Wettereffekt drüber liegt. Aber gefällt mir trotzdem hervorragend. Ich bin an die normale Map schon gar nicht mehr gewöhnt. Manchmal, gerade bei der asiatischen Map sind halt so Gebäude manchmal da, wo hier Felsen sind. Das ist ein bisschen ungewohnt. Aber das insgesamt mag ich das mit dem Wetter. Dann gibt es wieder Battle Cup und Tickets dafür. Und es gibt wieder Player Cards, die man dann einsetzen kann für die Fantasy, für die Fantasy Teams, wenn dann das nächste Major stattfindet. Dann gibt es Emoticons. Sieht man jetzt alle vier schon. Brute Love gleich mit vier Herzaugen. Okay, dann neue Effekte. Das kennt man alles schon. Was gibt es besonders? Das ist der Kurier. So ein Treant-Kurier, der dann sogar fliegen kann. Und dann natürlich verschiedene Aufwertungen. Man weiß bis jetzt nur den Treasure 1. Das ist der hier. Können wir auch eben einfach reingucken. Die anderen Treasures gibt es wie bekannt noch nicht. Das ist alles asiatisch. Das ist ja wie das... Wie ist das sonst immer... New Bloom oder so. Alles so ein bisschen asiatisch angehaucht. Sieht ein bisschen so mongolisch aus. Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen mit Genghis Khan und so beschäftigt oder auseinandergesetzt. Das ist eine Mischung, so ein bisschen mongolisch, asiatisch, chinesisch halt, auch gerade mit den Drachen. Bin da tatsächlich nicht so ein großer Fan von diesen ganzen Styles. Persönlich so. Mich macht das nicht so an. Es gibt wenige von den bisherigen asiatischen Sets, nenne ich das mal, die ich gut finde. Das gefällt mir schon nicht so wahnsinnig gut. Das ist okay. Ganz nett. Das finde ich gar nicht schlecht. Das mag ich, glaube ich, gar nicht. Ich finde den Köcher ganz cool. Der Rest gefällt mir nicht. Das finde ich ganz cool. Das sieht so ein bisschen indonesisch aus, wie auf so Zeichnungen und so typische Figuren. Ich finde es aber nicht so richtig geil, aber ich mag den Style irgendwie so ein bisschen. Ist auch das erste Set für Troll Warlord. Mal was anderes. Bin ich irgendwie gemischt, müsste ich mal probieren. Ember finde ich wieder ziemlich cool. Das mag ich irgendwie wieder. Mit der Rüstung. Das gefällt mir. Das finde ich richtig cool. Sehr hübsch. Lich. Gefällt mir auch. Das hat so ein bisschen was Tibetisches. Meiner Meinung nach. Alles ein bisschen gemischt. Das finde ich ganz cool. Ja, das finde ich auch nicht schlecht. Das ist auch cool. Ah, das hat was irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das komplett... Das ist auch nicht schlecht. Okay. Patch ist irgendwie witzig. Ich finde das ganz cool. Und Phoenix sieht sehr geil aus. Phoenix sieht sehr geil aus. Also, dann gibt es Taunts. Gerade für Void, gucken wir uns das mal an. Okay, den finde ich schon mal super. Neue Wards.
Ah, können nicht mit der Scarecrow mithalten. Dann sind halt die Unlocks halt für den Kurier, dann der neue Dagon-Effekt. Später gibt es dann halt auch andere Schätze, die halt noch nicht freigeschaltet sind. Und. Der letzte ist dann so blau. Ja. So, schon ein paar Mal gesagt, gerade bei Kurieren finde ich es nicht so schlimm, aber ich finde diesen ganzen Trend zu immer mehr Partikeleffekten ein bisschen übertrieben. Ich finde das ja per se nicht schlecht, das sieht halt cool aus, aber ich habe oft bei einigen Sets das Problem inzwischen, dass ich zum Beispiel nicht erkenne, ob der Held, der ein Set trägt, hat der Double Damage an oder eine Clarity laufen oder irgendeinen anderen Effekt, weil die Partikeleffekte das überdecken. Gerade wenn das tatsächlich ein blauer Partikeleffekt ist, beim Kurier trifft das jetzt nicht so zu, dann ist es eher was mir auffällt bei einem Helden, aber ein Held mit vielen blauen Partikeleffekten, dann sehe ich nicht. Hat der Double Damage? Hat er eine Clarity laufen? Und das ist halt schon visuelle Informationen, die wichtig sind im Spiel, dass du auf einen Blick erkennst, der Gegner hat Double Damage, weil es schon ein wichtiger Hinweis. Und manchmal checke ich das nicht. Oder umgekehrt, ich denke, er hat es und er hat es gar nicht, sondern es liegt nur am Set, nur am Partikeleffekt. Da bin ich nicht so ein Riesenfan von. Da finde ich, das sollte man ein bisschen zurückschrauben, aber naja. Sollte auch was Besonderes sein. Ich finde, wenn zu viele Sachen Partikeleffekte haben, verliert das irgendwann das Besondere. Es gibt neue Quests mit dann jeweils Sets am Ende. Die Quests müssen wir uns nicht im Einzelnen angucken. Das ist jetzt hier, sieht man schon, Observer Awards, das ist ein Support-Tree. Der Trian sieht cool aus, den mag ich. Cool, cool, cool. Mag ich. Dann haben wir Inquisitor, Bounty Rune, Games, schnell gewinnen, Channel Spells, ein bisschen Utility-Geschichte. Und man kriegt einen Zeus, auch so ein asiatischer Zeus. Finde ich nicht so geil. Auf asiatisch, weiß ich gar nicht, ob es asiatisch wirklich ist. Vielleicht nicht so wirklich. Finde ich spontan nicht so cool wie das Arcana. Vielleicht kann man ein paar Sachen davon verwenden, aber. Na, asiatisch ist es eigentlich nicht wirklich. Da habe ich irgendwie spontan keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Vielleicht wegen dem Schnurrbart und so. Aber so richtig. Ja, ein paar Sachen sind wir ganz cool. Ja, je länger ich es mir angucke, desto besser gefällt es mir gerade. Vielleicht ist es doch gar nicht so schlecht. Und was haben wir? Skirmisher? Wird das wieder so eine Carry-Geschichte sein? Ja, Creeps killen, Ancients, Mega-Kill und so weiter. Natürlich der Anti-Mage. Was? Hat keine Augenbinde? Ist das Stalin-los? Sieht was. Ja, lame. Ist nicht scheiße. Sieht ein bisschen. Was ist das hier für mit so einem Sidecut? Hier ist schön. Weiß ich nicht. Sieht aus wie eine Boyband. Wer ist er denn? Tschüss. Tschüss. Irischer Anti-Mage, schreibt hier Yoshi gerade. Das könnte sogar fast passen. Ich finde ihn nicht. Weg damit. Der ist ja lame. Ah, jetzt habe ich irgendwas Falsches gedrückt. Nein, ich habe mich verklickt. Was ist das denn? Warum waren denn die Maus nicht gelockt? So, muss gleich nochmal meinen Twitch-Chat wieder einstellen. Da habe ich irgendwas gerade verkackt, verklickt. So, man kann natürlich wieder wetten. Man kriegt jede Runde 1000 Tokens. kann die verwetten und kriegt dann halt Punkte dafür, womit man das Battle-Level erhöhen kann. Achievements gibt es wieder. Das sind fast immer die gleichen, im Großen und Ganzen. Hier sind die ganzen Rewards nochmal im Einzelnen, die drei Sets. Hier den Treasure. Kann man auch mit Mouse Over relativ einfach mal kurz angucken, wenn man es mal schnell ins Auge rufen muss. Und da, Trophies, bla bla bla. Battle Cup gibt es wieder. Und natürlich das Compendium, was dann aber erst, wenn das Kiev Major losgeht, mit den Player Cards und der Fantasy Challenge, das kommt dann alles noch. Das ist ja noch ein bisschen hin. Und zwar, wann startet das genau, steht nicht da. Weiß ich auch nicht. Weiß man noch nicht. Oder ich weiß es noch nicht. Vielleicht weiß man es schon. Ich weiß es noch nicht. Das ist alles, was zum Battle Pass zu sagen gibt. Wird dann wieder fleißig fleißig wetten und diesmal, ich werde diesmal mal richtig Mühe geben. Machen wir es mal. Mal gucken, wie weit ich komme. Wenn ich mir wirklich Mühe gebe mit den Quests, mit den Wetten, mit den Achievements, auf sowas mal alles komplett achten, dass ich da das meiste aushole. Mal gucken, wie weit wir kommen. Wird auch mal was. Das war's zum Compendium und dann gucken wir uns gleich mal. Habe ich nicht einen Winter Treasure schon?
Unclaimed Reward. Genau, claimen wir das mal nochmal. Das mache ich noch eben. Claim und dann packe ich das mal eben aus. Ja. Alles genommen. Dann können wir es auch gleich noch ausrüsten wenigstens. Zum Global Loadout. Drag and Drop geht nicht. Double Click geht. Nehmen wir das Asiatische ein bisschen. Clear Shuffle. Winter rein. Immortal Gardens mag ich total gern. King's New Journey mag ich auch echt gern. Das sieht richtig cool aus, das Asiatische. Das ist halt hier Immortal Gardens auch schön. So ein bisschen antik angehaucht mit den Säulen. Das ist jetzt der Winter. Seasonal Terrain. Dann haben wir noch Desert. Auch ganz cool. Das ist die Default Set, schon ewig nicht mehr gesehen. Ja, das sind meine, die ich habe. Ja, 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 ja. Ich finde, dass man den Fall nicht behalten hat. Den mochte ich ganz gerne. Das Herbst-Set, das war so unglaublich schön. Das fand ich richtig, richtig gut. Das ist nur Seasonal. Ah, gemein. Ah, gemein. Okay, das haben wir gemacht. Und auspacken mache ich jetzt. Das ist ein Winter Treasure 1. Auspacken.